Fall alle See, Rikkejitja. Ihr hättet nicht herkommen sollen, Sith. Ich habe überall in der Stadt Augen und Ohren. Ich habe alles über eure kleine Unterhaltung mit dem Escalus Grünschnabel gehört. Zu eurem Glück bin ich recht großzügig und würde einen Handel eingehen.
Wie wäre es, wenn ihr mir das Lichtschwert gebt und ich euch nicht umbringe? Hört zu, ich habe Nar Shaddas härteste Söldner hier bei mir. Dagegen sehen die Sith wie Schullehrer aus. Also denke ich, ihr werdet mir zuhören. So sehe ich die Sache. Hier ist mein Vorschlag. Ich gebe euch das Lichtschwert und ihr arbeitet für mich als mein ganz persönlicher Sith. Das oder ihr zahlt mir 3 Millionen Credits. Das glaube ich nicht. In Ordnung. Ihr habt eure Wahl getroffen. Jungs, tötet den Sith. Sir, seid ihr euch bewusst, dass... Keine Beschwerden. Ich bezahle euch nicht fürs Beschweren. Tötet ihn. Tötet ihn. Was macht ihr denn da? Tut mir leid, Boss. Ihr könnt mir nicht genug zahlen, um gegen einen Sith zu kämpfen. Verschwindet, Jungs. Niemand muss hier verletzt werden. Das klingt gut in meinen Ohren. Jungs, verschwinden wir von hier, solange wir noch unsere Haut haben. Wartet! Dafür bezahlte ich euch nicht, ihr Narren. Ihr werdet nie wieder auf Nar Shaddaa arbeiten. Eure Stimme macht mich krank. Hört zu, ich schlage euch einen anderen Handel vor. In Ordnung? Ich gebe euch das Lichtschwert. Ihr lasst mich leben. Den Kasten bekommt ihr eh nicht auf. Das Lichtschwert. Und ihr löscht alle Schulden des Escalus-Mädchens. Schön, schön. Ich erlasse ihre Schulden und ihr bekommt das Lichtschwert. Nur tötet mich nicht. Und jetzt verschwindet von hier, bitte.